Oh, ich bin Hebamme, ich bin die Leonie und ich arbeite in Neuperlach. Und wir haben mit unserem Team gegen die Zentralisierung von unserem Kreißsaal gekämpft. Mit einer Petition. Und überall in Deutschland werden Kreißsäle geschlossen oder zusammengelegt. Und ich denke, es darf keine Zentralisierung aufgrund von Sparmaßnahmen geben, die die Versorgung verschlechtern. Und im Zuge unseres öffentlichen Engagements habe ich eine Abmahnung bekommen, aufgrund des Verstoßes gegen eine Dienstanweisung, weil ich ein Interview gemacht habe. Und ich verstehe das als Einschüchterungsversuch gegen gewerkschaftliche Arbeit und auch Engagement für den Erhalt von unserem Kreißsaal. Und ich und meine Kolleginnen wollen, dass diese Abmahnung zurückgenommen wird. Deswegen sammeln wir heute hier Unterschriften von super, super vielen Kolleginnen von euch, die solidarisch sind und versuchen, das so zu erkämpfen, dass diese Abmahnung zurückgenommen wird und wir alle weiterkämpfen für gute Arbeitsbedingungen, für so, wie wir arbeiten wollen.